Ja, nichtsdestotrotz, hat gesagt, hat sich ein neues Auto gekauft. Wie machst du mal? Wenn ich da schon wieder dran gekommen bin, dann kann ich selber kaufen. Da gehe ich dann ganz gestinge jetzt kaputt. Der Logo hast du aus dem Netz geklaut. Aber wenn hier irgendwelche Piano-Künstler gucken, ey. It was at this moment that he knew he fucked up. Das hat aber wieder kaum war. Mal aus dem Mercedes. Ja, mal ganz was Neues auf YouTube, wa? Schön aus dem Matchbox-Auto. Ja, nichtsdestotrotz, ja, kommen wir gerade von der Arbeit. Was haben wir jetzt? 5:30, ne? Kameramann Jason ist natürlich auch dabei. Weil ansonsten kriege ich natürlich wieder einen Brief von unserem Herrn Officer, dass ich angeblich irgendwelche Stories posten würde aus der Fahrerperspektive. Wissen die Klugscheiße jetzt auch mal, dass der Kameramann neben mir sitzt. Egal. Ja, auf jeden Fall, Markus kann mit seinem Benzer nichts mehr anfangen. Heißt zu viel. Wollte unbedingt ein neues Auto haben. Ich meine, der hat jetzt Ruhe gehabt mit dem Benzer, der hält die Dinger hier, die sind robust, alles kein Thema. Aber, oh Kevin, ich habe ein Auto jetzt schon 4 Monate, weißt du? Ich kann nicht mehr. Also okay, ja, dann hol dir ein anderes Auto. Mal wieder. Ich meine, GTI wollten dann Wochenends fahren. Haben wir dann aber wieder verkauft für einen guten Preis, haben alles dran gemacht, TÜV und. TÜV hat übrigens bestanden, seht ihr auch in dem Video hier. Hier sieht man nochmal schön Triolag. Ja, nichtsdestotrotz, hat gesagt, hat sich ein neues Auto gekauft. Das Auto wäre top in Schuss. Was für ein Auto haben wir selber noch nicht gesagt. Ich wäre nur Flexrohr kaputt, Hosenrohr hätte er von dem Typ mit dabei bekommen. Ja, hat jetzt das Ding angemeldet und Montag gerade nach der Arbeit. Wir fahren jetzt zur Werkstatt. Und da gucken wir uns mal an, was der Herr Grünhäuser gekauft hat, ne? Wir gehen dann jetzt mal zum Herrn Grünhäuser. Oh. Also pass auf, das ist meine Vermutung. Es ist, seitdem wir uns kennen, schon 3-mal vorgekommen, dass der mir irgendwas von Auspuff gelabert hat und er jedes Mal so da steht. Und dann kann es nur eins sein, eine abgerissene Schraube. Kommt irgendwas nicht mehr zusammen oder ist irgendwas zu kurz? Was haben wir heute, Markus, außer dein neues Auto? 2 Abschlüsse. Ah ja, einmal frei. Da würde ich mal sagen, Ohren an die Nachbarn, heute Abend wird wieder richtig Balama gemacht. Nee, ich war eigentlich so voll motiviert. Voll motiviert jetzt noch. Dann hat das Auto erst seit 3 Stunden und direkt Scheiße, Alter. Ja, kacke. Also der Kunde hat dir das Ding da mitgegeben, ne? Ja, also ja. Nur schon mal. Die Auspuffblende direkt flöten bei der Fahrt. Ah, hier hat er Scheiße ausgeschnitten, habe ich jetzt gerade eben erst gesehen beim Hochholen. Das heißt, ich habe mir direkt nur einen Endtopf bestellt. Oh, Markus hat schon direkt bestellt? Ja, ich kann das nicht ertragen. Hast du jetzt schon Bodykit rausgesucht? Ja, habe ich auch schon. Bodykit habe ich rausgesucht. Richtig geiles Ding. Richtig geil. Aber ich mache jetzt erstmal die Auspuffanlage, weil in Auto. Also diese Alphas, ich weiß nicht, die erinnern mich immer an diese Breakdance-Autos von der Kirmes. So. Auch mit den Ecken. So Clubschies. Also ich sag mal so kleine Alpha- und Innenraumausstattung, die sind schon schön. Ich würde sagen, Wieder 90er Jahre. Also Rost kennt man, die Dinger sind schon rostanfällig, Schrauben reißen da ab wie gnadenlos. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Das hat der Grünhäuser dann jetzt auch gemerkt. Ein Schraub mit Aber du hast eine Alu-Achse, ist das dir mal aufgefallen? Ah ja. Das ist Alu. Ja. Nur der Feinste. Ey, guck dir mal an, wie groß Herr Grünhäuser seine Achse ist. Ein Träger. Das sind 3 Schrauben. 4 Schrauben, 8 Schrauben, dann ist deine Achse raus. Ja. 8 Schrauben, dann ist einfach die ganze Hinterachse raus. Da könnte ich jetzt so breit. Kann doch nicht viel kaputt gehen, aber. Ey, Junge, wenn du hier mal über den Bordstein knallst, Alter, Ding ist direkt verbogen. Also, wo ich damals mit Benz abgehoben bin, Alter, das ist schon grenzwertig. Ist echt alles fest. So, kommen wir mal hier zu unserem Klassiker Ölverlust. Ja. Okay, Getriebe hatten auf jeden Fall schon, ist aber auch Krankheit bei den Dingern. Ja. Ist das nicht dein Ernst, Markus? Das weiß ich, ja. Der hat Bolzen. Ja, und trotzdem ist die abgerissen. Ja, gerade weil dann abgerissen ist. Wie sollen wir denn da jetzt
Da kann man kein Loch Bohrengewinde schneiden. Ja, ist ja egal, aber hier Truffel und Schweiß. Doch, da kann man abflexen, Loch Bohrengewinde schneiden, dann geht es. Ja, was willst du machen? Oder wir müssen den abflexen, bündig beiflexen, anständig bohren, Schraube rein. Oder du kaufst den neuen Krümmer, das wäre natürlich die Werkstattlösung. Ne? Aber wir sind ja hier, jetzt, weil schon so viele Autos sind auf Low Budget, also müssen wir es so machen. Dann ist ein Fischerkrümmer, da kaufe ich mir gar nichts neu. Murksen können wir nicht, da wird das Ding direkt abfallen, das ist ein bisschen schlecht. Dann fährst du mit Dezibel wie ein Düsenjet durch Trier. Nee, also muss halten. Kannst du nicht schweißen? Nee, das ist gemurkst, Alter, das fällt direkt auseinander. Du musst wirklich dann hier abflexen, Loch rein, Gewinde reinschneiden, fertig. Weil ob jetzt der Bolzen hier drauf ist oder ein Schraub mit Gewinde, das ist eigentlich scheißegal. Das muss halten. So. Hier, die nächste, die ich abgerissen habe. Ja, da kommen wir aber hier. Perfekt, das ist wirklich gut. Also die nächste, die ich abgerissen habe, ist vom Halter. Das wäre aber nicht schlimm, den Halter könnte man theoretisch tatsächlich festschweißen. Du und dein Schweißen enthält dann aber nicht. So, und hier die krieg ich gar nicht los. Hier bis oder bis vorhin also neu bekommen. Von hier bis vorne. Hier liegt alles mit dir. Alter, das sind doch gar keine Schrauben mehr, Marc. In dem Video hier werden die Leute, weil ich habe ja gedacht, ich mache jetzt das hier mal aktuell so rein, werden die Leute dann natürlich auch noch unseren GTI sehen. Ein bisschen kann man spoilern, hat auf jeden Fall TÜV bekommen. Ja, Markus ist auf jeden Fall gerade auf dem 7. Level. Habe ich denn nicht schön gemacht? Aus einem Teil gegossen. Ja, also wenn du die Schweißnähte hinziehst, dann kann man mal drüber reden. Die kann selbst ich noch nicht so gut. Sieht zwar nicht schlecht aus, so von vorne, hier von der Seite, von oben, ne? Das sieht schon Breakdance-mäßig aus, oder? Ah, Bodykit muss drauf. Was sind das für Schweller? Alter! Also wir haben uns ja hier so Halterschrauben reingemacht, weil die Dinger scheiße waren von Riga. Aber hier kann man ja übertreiben, ne? Guck mal, ganz Auto, Alter! Ja. Bist du noch für Folie gesprochen? Sie beim AT. Hast du die foliert? Das ist lackiert. Das hast du aber heute nicht lackiert. Das hast du nicht lackiert, Markus. Das ist dich tatsächlich. Was? Warte, stopp. Gab es da zu kaufen? Oder? Das sind doch die Spülhosen von Mercedes. Du hast jetzt wieder einfach aus dem Regal geholt und gebastelt. Ja, klar. Jetzt lass ich ran, du hast es nur hier auf der Seite gemacht, oder? Da auch. Ey, du hast das Auto erst ein paar Stunden. Ja. Seit heute Morgen. Und ich wollte doch eigentlich den Auto. Stopp, stopp. Wie hast du das hier mit den Akzenten? Also, es sieht jetzt auch nicht so geil lackiert aus. Ja. Aber. Weißt du, was ich da mit diesen Streifen? Das sind Felgenbänder aus dem Globus, hinten aus der Abteilung. Ich bin doch nicht doof, Alter. Ich kenne doch unsere Baumärkte hier in Trier. Genau. Ich wollte gerade sagen, die schwarzen Dinger hat er nie im Leben so ordentlich lackiert bekommen. Nee, das Logo hast du aus dem Netz geklaut, oder was? Nee, das hab ich einfach so gemacht. Da kriegst du aber, wenn hier irgendwelche Piano-Künstler gucken, ey, da kriegst du aber einen Trophäe. Ich hab das einfach nur abgeklebt, weil hier vorne war so ein bisschen scheiße lackiert. Wie kannst du denn das, also hast du das wie bei Mercedes gemacht damals? Ja, genau, weil das da wo scheiße ist, machen wir Custom mit, einwandfrei. Genau, und auf der anderen Seite musstet ihr dann auch machen. Oh. Wenn du genau hinguckst, ist es hier ein bisschen weiter nach da rein. Man muss auf jeden Fall mal Klarlack drüber machen. Ja, so weit bin ich nicht gekommen, ich habe keinen gefunden. Mann, hab ich keinen mehr. Klar. Ja, Markus, das ist dann wieder ein Indiz, dass die Abonnenten dich dann auch in Trier wieder öffentlich sehen, dass du nicht doch mit dem originalen Alpha rumfährst. Auf jeden Fall, ja, Vlogging-Kamera haben wir ja auch. Jeder kennt nachts um 4 Uhr die Playstation. Ja, hier haben wir unser Lüfterproblem nochmal. Ungefähr genauso wie meine Playstation abends, also einwandfrei. Ja, nichtsdestotrotz, der Herr Grünhäuser hat natürlich den Sensor. Ja, ich würde sagen, als allererstes machen wir mal. Scheiße, die geht jetzt nie wieder an. Ja, als allererstes machen wir mal die Lüftergeschichte, weil der macht das so 2,5 Stunden lang. Ja. Jetzt hat eine Sicherung gezogen, jetzt ist Ruhe hier im Karton. Ja, nichtsdestotrotz, wir haben einen Tag später, also gefühlt eine Woche später, ja, es war so gewesen. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir einfach aus Mitleid TÜV bekommen haben. Nee, Spaß.
Auf jeden Fall war Tom. Aber war nicht weit davon entfernt. Dann kann man immer ein bisschen genervt, ne? Ja. Aber gut. Wir sind dann zum dritten Mal zum TÜV gejuckelt. Also ich habe dann abends noch bis gefühlt 3 Uhr Stromlaufpläne geguckt, wo gehen die Kabel von den Standlichtern hin, über das Kombi-Instrument, dann unser Masseschluss-Scheiß, also zumindest weil wir da so viele Sachen rumgespackt haben. Gut, wir sind jetzt zu folgendem Entschluss gekommen. Kühlmitteltemperatur hat mit dem Lüfter zu tun, easy, machen wir Sensor neu. Nockenwellenversteller, elektrisch, Gedönsler, ja, ist auch voll Öl, machen wir auch neu. Kabelbaum haben wir schon mal schön sauber gemacht. Die Stellchen, die ihr angeknabbert gesehen habt, die habe ich dann nochmal so schön abisoliert. Hab dann den Kabelstrang bis da hoch gemacht, also aufgemacht, das ist eigentlich eh langweilig für ein Video. Ihr wollt ja eh nur wissen, was Fakt ist, ne? Leidern, aka Selbstschrauber, aka ich weiß alles besserwisser, sage ich jetzt mal so viel. Also, wir haben dann Spannungsabfallmessung gemacht, vom Schalter zum Relais, Arbeitsstrom zum Relais gehen. Und ab dem Relais quasi geschaltet, kam halt nur noch die 4 Volt an. So. Die Pins überprüft, okay, dann haben wir einfach ein anderes Relais geholt, was gepasst hat, und haben das darin gemacht. Gut, am nächsten Tag, Markus ist dann neues Relais kaufen gegangen. Dann hat es Standlicht, jetzt machen wir Standlicht an. Guck mal, Radio aus, jetzt kommen wir nachher ins Dragon-Kanal. Jetzt war ich angeben. So, Standlicht, da seht ihr, funktioniert. Löckelt, einwandfrei, kommt wieder Strom an. Also Relais, okay, kann sein, wie gesagt, ich hatte eigentlich bisher gehabt, entweder hat ein Relais nicht geschaltet oder war komplett kaputt. Ne? Wieso, weshalb, warum? Relais gewechselt, das war der erste Fehler. Dann hatten wir noch einen Fehlerspeicher, auch ein Relaisfehler, wegen den Scheibengeschwaschdüsen. Ja, hier sind sie. Ja. Haben wir auch neu gemacht, funktionieren immer noch nicht. Das seht ihr selber. Da ist die neue. So, Wertsteiger um 2.500 Euro. Einmal das können wir haben für 7.500. Ja, nehmen wir jetzt mal den Kühlmitteltemperatur-Sensor in Angriff. Ja, weil das ist schön. Nerven. Ventildeckel dicht und die schwitzt hier so relativ leicht, aber vorher alles versaut, das machen wir einfach neu. Wie machst du ab? Wenn ich das wieder drin, können wir schon wieder selbst verkaufen. Weißt du, bei mir sieht das dann immer so einfach aus, wie das halt so in den Videos aussehen muss. Ne? Und wenn Markus das dann macht als Laie, wenn ihr jetzt quasi am Auto am Rumfriemeln seid. Was kostet mich so ein Ding hier? Funktioniert nicht, gleich ist es abgerissen oder so. Ja, hier ist der Fehler. Kriegst du ja gar nicht bewegt, das ganze Gestänge hier ist kaputt. Total verkeilt, da muss man Kalkonit holen. Waschmaschinen leben. Der kracht alles in Ordnung. Wir gehen heute Abend die Geschirrspüler-Tabs von seiner Frau. Ja, ohne Quatsch. Die vom Aldi sind super. Euro 80 Junge, 2 Tabs, 100 Euro, da ist es sauer wie. Jetzt hat Strebe versaut. Himmelarsch. Der Profi, Digga. Weißt du was, hier muss schon eine neue Front dran. Das bringt ja schon alles nichts. Direkt Bodykit, Zartbomben, Kohlflügel gebürtelt, tiefer gelegt, Luftfahrwerk, ciao. Aber weißt du, mein Kopf denkt dann immer so, wenn du hier und da ein kleines Problem hast, machst du einfach alles neu, einen dickeren Motor rein, dann sind die Probleme dann immer da, weil der eh alles in den Fingern hat. Ja, jetzt könnt ihr 1000 Euro schon versparen, die du vorher jetzt zur Höhe gesendet hast. Dann kommt sie immer so teuer, immer wenn alles erledigt ist mit so Aktionen. Ja. Kunstwerk. So, der schraubt seinen Kasten auf, das ist ein gutes Zeichen, da geht der Teil auf Vorrang. So. Jetzt seht ihr gleich, wenn der das Ding hier auseinanderbaut, dass er wieder anfängt zu fluchen. Also ich muss schauen, seitdem ich wieder trainieren gehe, bin ich ruhiger geworden, weißt du was? Da geh öfters trainieren. Naja, kann ich nicht bringen. Der Kopf muss wieder frei sein. Wie ein Kevin funktionieren. Kevin funktioniert. Da hat irgendeinen dran vorher gewusst. Ich starte nicht. Wie ich schon sagt. Oh, beim Autokauf. Oh, guck ich mal gerade noch schnell drunter. Zack, bumm, freck die Kiste. Was ist denn jetzt schon wieder? Was ist er hat denn ja die Tabanuka-Schrauben noch geknallt. Ich weiß nicht, ob man so eine schwere Abdeckung bauen kann. Allein schon wieder 3 PS mehr. Allein schon durch den Kiloverlust. Nein, Schrauben. Du willst jetzt einfach einen anderen Sensor bauen. Nein, das geht halt nichts. Das haben die Ingenieure, glaube ich, nicht so vorgesehen. Lass mal den Scheiß wissen, mein Mann. Ja, komm, sei drauf.
Ich hole den Fahrzeugschein und sage, ich brauche das scheiß Ding dafür. Ja, ich weiß mittlerweile, wenn ich jetzt nur noch dahin fahre und Zeug bestelle, kriege ich nur gesagt, wir sind sicher, dass es diesmal richtig ist. Die gucken auch unsere Videos. Grüße aus. Ich komme immer mit den richtigen Sachen da raus. Ja, Markus, der kauft den halben Laden leer und das, was wir brauchen, ist natürlich nicht vorhanden. Das geht mir so auf den Sack, ey. Ja, nu kann ich ihn wieder tauschen. Was sage ich zu dem? Das ist der falsche Spruch, einer, wo der Ausgang seitlich ist. Ne, wir schreiben jetzt die VW-Nummer da oben und dann gehst du da hin. Fertig. Ich bin Meinung, wenn wir schrauben jetzt die scheiß Ventildecke da ab und da wartet uns gleich Bodenfiber hinter dem Deckel. Das ist noch drin. Weißt du, Markus ist echt so der Meinung, oh, wenn man nichts macht, kann man nichts kaputt machen, ne? So ein Ding ist das. Wenn du diesen Menschen einen Schlüssel oder irgendetwas in die Hand gibst, der geht mit wohin, legt das uns. It was at this moment that he knew he fucked up. Irgendwohin. Hat aber wieder Karma. Er lässt doch nicht über mich. Karma kommt, Bitch. Du hast doch bestimmt wieder einen Schlüssel. Jo, ich hab den Sensor gegessen. Bestimmt ein GT liegen gelassen. Ja, für 800 Euro kannst du nichts sagen. Die Sensor noch. Quatsch. Ich weiß nicht, wie das kostet. 20 Euro oder was? Kostet mehr wie die Fetzbetei. Ey, du würdest lachen. Ich habe für die zwei Sensoren und die Dichtung habe ich 70 Euro bezahlt.